Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier mit Bernd vor seiner Lieblingspommesbude. Wir sind direkt an der deutsch-niederländischen Grenze und der Laden heißt wie, Bernd? Grenzkiosk Malbeck. Ja? Kriegst du nicht ausgesprochen? Malbröck. Ich muss euch erzählen, warum das meine Lieblingspommesbude ist. Warum die hier ist, weil das ist ja weit weg von uns zu Hause. Ne? Absolut. So, aber da, in diese Richtung, ne, da ist das Vermont Outlet. Und da ist natürlich, da bin ich ganz gern mal. Weißt? Ja. Da schaue ich gerne mal rein, mal ein Schnäppchen machen. So, und auf dem Rückweg ist Pflichtbesuch hier vorbei. Und am ersten Mal, als ich hier war, habe ich das so weggehauen, weil ich denke mir, hey, es ist sowieso eine lustige Sache. Man muss mal überlegen, diese holländische Imbisskultur oder niederländische Imbisskultur, wie auch immer, es kommt darauf an, wo du bist, die sind ja unheimlich stolz darauf, ihre Convenience-Sachen zu präsentieren. Absolut. Das würdest du in Deutschland ja gar nicht machen. Nein, da holst du es aus der untersten Schublade, deine Fertigfrikadelle raus. Dann hausgemacht. Genau, hausaufgemacht. Ja. Und hier ist es so, die zeigen das einfach. Die legen es vorne hin. Das feiere ich. Aber die Qualität dieser Dinge, ne, die ist anders als bei uns, muss man klar sagen. Ich kenne einen Haufen Leute, die fahren extra nach Holland einkaufen, hauen sich das Zeug zu Hause in die Fritte. Ne? Ja, ja. So, also, das geile Ding. Und ich habe hier ein Teil. Das sage ich euch jetzt noch nicht. Aber das ist eine Sache, die hast du noch nie gegessen, da bin ich mir relativ sicher. Und das hat mich so abgeholt, dass ich manchmal zu Hause Bock habe, hierher zu fahren, das zu essen. Ey, ich freue mich übelst darauf, da jetzt reinzugehen. Ich glaube, das Ding wird einfach so ein Max und Bernd nehmen eine holländische Pommesbude auseinander. Ich war schon mal in Belgien bei einer richtig guten Frittenbude. Und vielleicht wird das heute auch so das Ding. Belgien oder Holland, wer gewinnt? Ich meine, wenn du großer Fan bist, dann dürfen wir was erwarten. Gehen wir mal rein und schauen wir, was es hier so gibt. Los geht's! Eieiei, hier gibt es ja schon eine riesen Auswahl. Auf jeden Fall. Und das ist genau das. Hallo. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. So, die haben einfach schon alles vorne liegen. Ja. Weißt du? Sollen wir es so machen, Bernd? Du machst eine Bestellung für uns fertig, weil ich glaube, du weißt besser, was gut ist als ich. Weißt du, worauf du dich einlässt? Ja? Mach okay, fertig. Dann mache ich das. Alles klar. Also, mein Herz, grüß dich. Ich hätte gerne ein Frikandel Spezial. Das muss ja immer sein. Dann brauchen wir auf jeden Fall Kipcorn. So, Barmi. Ja. Oh, Barmi kenne ich. Ja, ein Nasi auf jeden Fall auch. Ich liebe es, mit Bernd essen zu gehen. Der Mann weiß einfach, was schmeckt, was man bestellen muss und wie es funktioniert. Wie sollen wir das alles essen? Freunde, falls ihr euch übrigens fragt, warum wir schon wieder zusammen drehen. Ich meine, ich könnte jeden Tag mit Bernd drehen, ich mache nichts lieber. Aber wir drehen gerade an einem gemeinsamen Projekt. Ich sag mal so viel, das beinhaltet Bernd, Sturmi und Rob. Und es beinhaltet, dass einer immer mal wieder kocht. Ja. So viel sage ich mehr nicht. In 3 Wochen circa geht's los. Es wird übelst geil. Aber ja, guckt euch mal diese krasse Vielfalt an. Das hier sind die Gulasch-Pommes, die ja, dampfen. Mann. Ey, das musst du auch als erstes probieren. Ich wollte gerade sagen, eigentlich als letztes, weil es dein Highlight ist. Als erstes, weil es noch so schön warm ist. Ja, Mann. Also das ist einfach, das habe ich hier als das erste Mal da war bei einem Fernfahrer gesehen, der hat sich das bestellt. Oh. Pommes-Gulasch-Soße, hat der gesagt. Mm. Und das ist einfach so ein zerschmortes Gulasch obendrauf. Und ich meine, das, ne, ist ja, das hat ja nichts mit einer deutschen Pommesbude zu tun. Null. Also ein hausgemachtes Gulasch. Ist hausgemacht? Also es ist in der gleichbleibenden Qualität. Es schmeckt immer so. Ich weiß nicht, ob man das fertig kaufen kann, aber es schmeckt wie, als ob die Mutti das gemacht hätte. Nehmen wir so ein Gulasch. Das ist mir wichtig einfach. Ne? Und, und sie sagt sogar, sie ist eine richtig perverse, sie hat gesagt, du musst Pommes-Gulasch-Mayo machen. Ja? Eieiei. Wieso funktioniert das so gut? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich meine, die Einzelbestandteile sind alle geil. Pommes sind geil, Gulasch ist geil, Mayo sowieso. Guck mal, dieses Fleisch fällt auseinander. Ja, wirklich, ich kann es ganz schön. Erinnert mich an Beef Rib. Wagyu Beef Ribs. Ah, Leute, ein Genuss. Es ist halt wirklich so, dieses frittierte Essen mit viel Soße, da kann man sich einfach reinlegen. Das macht so Bock. Guck mal, was hier für riesige Fleischstücke auch drin sind, Alter. Das ist so geil. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Mukbang, was wir hier machen. So schimpft sich das doch, oder? Einfach gemeinsam essen, Riesenplatte, Spaß haben, quatschen. Das Ding ist ja hier, also klar, Pommes, Spezialpommes, ist richtig, wichtig, kennt man. Dann hast du hier Samurai-Soße. Guck euch das mal an, diesen Bite. Ohne Witz, ich habe heute noch nichts anderes gegessen. Ich gehe jetzt rein in so eine Mayo-Pommes mit Zwiebel. Aber diese Samurai-Soße, Alter. Und ich verstehe, warum das hier deine Lieblingspommesbude ist. Weil im Prinzip, klar, du hast unterschiedliche Qualitätsklassen. Ne? Also auch, also bei den Pommesbuden liegen die Snacks. Das nennt man, glaube ich, in Holland Snacks. Ne? Also Barmi-Scheibe, Nasi-Scheibe. Vieles davon ist ja TK. Ja, voll. Backfisch ist selbst gemacht, Kibbling ist selbst gemacht. Ja. Das ist nochmal ein anderer Schnack, den testen wir gleich. Ja. Aber wenn es um fertige Produkte geht, dann geht es darum, wie sauber ist der Laden, wie ist das Personal, wie wohl fühlst du dich? Ja. Und die sind wirklich Schätze da drin. Du bist sowieso schon Lokalprominenz, habe ich das Gefühl. Komm rein, hallo Bernd. Bernd hat noch nicht mal erzählt, dass er Videos dreht. Die kennen ihn einfach, weil er er ist. Als ich hier zum Essen komme, halt. Ja. Also ich komme hier so 3-4 Mal im Jahr halt her. Ne? So oft bin ich auch nicht da. Aber wenn, dann rasten wir immer aus und ich habe dann immer auch Leute dabei. Und die gucken immer alle so wie du, wenn ich denen so Pommes-Gulasch-Soße gebe. Und deswegen feiern die das. Ey, was ist denn das hier? Das könnte der Gulasch sein in süß. Nee, der ist anders. Ja, so ein süßlicher Gulasch. Woher wusstest du denn, dass der süß ist? Ich habe das irgendwie schon mal gesehen und probiert. Stimmt, ich war mal bei dieser einen Pommesbude, die von Frank Rosin gerettet wurde. Aber sind das so Innereien oder was? Nee. Ich weiß nicht, das ist so. Das schmeckt ein bisschen wie Sauerbraten. Ja, so ein sehr genau so Sauerbraten-Gulasch. Ja, so ein bisschen. So Sauerbraten-Vibes. Ja. Aber angenehm. Er hat noch ein paar Mozzarella-Sticks mit Chili-Soße dazu gegeben. Also wir haben ein bisschen mehr bekommen, als wir bestellt haben. Safe. Ihr kennt das, wenn man mit einer Kamera rumläuft, solltet ihr auch mal ausprobieren. Dann funktioniert das schon. Alles andere kostet 40 Euro. Damit wird
eine halbe Familie satt, habe ich das Gefühl. Absolut. Ja. Eine halbe Familie oder ein Bernd und ein Max. Immer so mit diesem, das Besteck hier, das hat ja so eine... So eine Messerseite, ne? Genau. Boah, ist nicht ganz einfach, ne? Einfach brutal. Also... Es sieht gerade aus wie so koreanischer Corndog mit diesen Kartoffeln. Ja, 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 ja. Ich glaube, je weiter man von der holländischen Grenze wohnt, desto weniger kann man verstehen, wie geil das ist. Aber ich sage euch eins, es ist geil. Hier, Kipcorn. Tim, sein großer Favorit. Ja, ich liebe es auch total. Das ist so, KFC würde es, glaube ich, als Chicken Finger bezeichnen mit Mayo. Dass die Kamera, damit du die Kamera weiter gut halten kannst. Was machst du, Joffi-Soße oder Samurai? Ich will Samurai. Ja, ich schöne, Samurai. Scharfe Samurai. Geil, Alter. Was dazu auch sehr geil reingeht, Insider-Tipp, Saté-Soße mit Erdnuss. Oh ja. Und jetzt hört. Ich nenne es mal den Fleischteig, der da drin ist. Ne? Ja, ja, ja. Was anderes ist es nicht. Ja. Die ist eine saftigere, mehr nach Hähnchen schmeckende Masse. Und das ist dann halt nochmal knuspriger frittiert mit so einer Cornflakes-Panade. Ich sag dir, das habe ich nirgendwo auf der Welt besser bekommen, so ein Kram, als in Holland. Das können die einfach am besten. Das ist denen ihr Ding, wenn du auf sowas stehst. Max, ich sag dir ehrlich, dieser gehackte Ball hier, ne? So heißt das Ding. Guck mal, der hat so eine frittierte Schmorzmine quasi mit in der Mitte. Dann nimmst du hier so ein Ding dazu. Und das ist so ein Ball aufgeschnitten, Zwiebel aufgeschnitten, also wie ein Schaschlikspieß am Ende. Ja, ja. Nur halt mit diesem. Schaschlik, ja. Ihr versteht gar nichts. In drei Wochen werdet ihr alles verstehen. Alles. Finde ich geil. Guck mal, was eine Mischung, Alter. Boah, das ist einfach Sharing-Menü, was wir hier bestellt haben, total, oder? Total. Da können auch noch zwei Leute dazukommen jetzt. Ne? So ist es ja nicht. Aber das Geile ist ja, man muss ja nicht immer nur Trüffel und Stopfleber futtern, weißt du, was ich meine? Sondern das hier auch einfach geil. Danke dir, mein Lieber. Geil, guten Appetit kriegt man noch zugerufen von den Fernfahrern. Ich sage euch eins, Leute, nichts von dem, was ich jetzt gegessen habe, schmeckt nicht gut. Aber nichts von dem, was wir jetzt hier gegessen haben, ist gutes Essen. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Ja. Aber es ist auch scheißegal, weil es einfach nur geil ist. Also wir müssen nicht wer jetzt hier unten reinschreibt, ne? Ja, ungesund, dies, das, weißt du so, einfach irgendwas Negatives, da gibt es nichts Negatives drüber zu sagen, weil wenn du hier hingehst, weißt du genau, dass du das bekommst. Eben, ja. Du wirst nicht irgendwie getäuscht, niemand sagt hier Low Calorie irgendwas, das ist Anti-Low Calorie. Hey, immer noch, was los, Bruder? Jetzt macht der richtig. Der gute alte Evergreen. Er freut sich aber, ja? Ich will mal kurz die Barmi-Scheibe suchen. Ich glaube, die Barmi-Scheibe. Ja, einmal könnte Barmi, das hier einmal sein. Ist Nasi. Muss mal gucken. Jetzt halt euch mal fest. Das ist wirklich pervers. Ah. Das ist die Nasi-Scheibe. Nee, Barmi. Ja. Genau. Das erkennt man daran, vor dir gesehen. Dass darin Mie-Nudeln sind. Also Nudeln zu einem Patty geformt, paniert und frittiert. Mhm. Ich habe mir gedacht, das erinnert so an Barmi Goreng, weißt du? Ja, ja, genau. Ja. Das Krasse ist, die hat sogar noch ein bisschen Biss innen drin. Also auch hier gut entwickelt. Einfach pur, ohne Soße. Ja, was so. Reiner. Es schmeckt einfach gut. Es schmeckt einfach. Und jetzt mit ein bisschen Chili-Soße hier. Oh. Sweet Chili. Ich glaube, die matcht hier am besten. Also, wenn Italiener sauer werden, wenn man Ananas auf eine Pizza macht, wie geht es jedem asiatischen Land, wenn man das hier macht? Ich glaube, wenn die wüssten, dass es das gibt, dann gibt es morgen in Indonesien in jedem Street-Push-Card. So, dann frittieren sie so Barmi-Scheiben. Was ist denn Ihr Favorit hier? Was essen Sie denn am liebsten, wenn Sie hier sind? Backfisch, ne? Ja, also hier super. So den ganzen da, oder? Ja, den, ja, der ist gut, der ist gut. Vor allem wenig Panade dran. Ja, wenig Panade, viel Fisch. Die Remoulade ist wunderbar lecker, die machen die selber. Mhm. Ja. Ja, viel Fisch vor allen Dingen und die Fritten sind so lecker. Kommen Sie auch immer aus Deutschland gefahren dafür? Ja, ja, klar. Ja. Wir wohnen in Niederkirchen. Ah ja, ist nicht weit. Ja. Quasi um die Ecke, ja? Ja, wir testen heute einmal alles. Ja. Also wenn Sie nachher noch Hunger haben, sind Sie herzlich eingeladen. Ich wünsche euch ein großes Loch im Bauch. Oh ja. Ja, das brauchen wir hier auch. Ja. Nette Begegnung, netter Herr. Wir haben viel Fertiges probiert, aber nicht zu Unrecht kommt auch dieser Herr hierher, um den Backfisch zu essen. Mhm. Der Backfisch muss es in sich haben. Wir haben hier einen richtig schönen Backfisch. Junge, was ein Riemen, sag mal. Der kann sich einfach sehen lassen. Das ist doch mindestens, das ist sogar länger. Ja, warte mal kurz. 25 Zentimeter. Er lässt den zwei Hände und ein bisschen was, weißt du? Bernd, soll mal rein? Wir haben jetzt schon ein bisschen auskühlen lassen, aber der schneidet sich mit der Gabel hier wohlgemerkt wie Butter. Das ist wirklich einen schönen Glanz. Dicke, große Chunks, die wissen, wie das geht. Das machen die den ganzen Tag. Ja. Hier geht nicht ein scheiß Fisch raus, da bin ich mir relativ sicher. Kann man dann so? Remoulade drauf. Oh, das sieht dann Perfect Bite aus. Das ist ein Perfect Bite, glaube ich. Fisch machen wir rein. Ja. Geil, wow. Hammergeile Sache. Fischqualität ist super. Also ich kann nichts Nachteiliges darüber sagen, wenn du so ein Ding hier bekommst. Ja. Und die Remo, da hat er recht, ne? Die Remo ist wirklich stark. Also, ja. Kibbeling ist im Prinzip ist es der gleiche Fisch. Bin ich mir hier gar nicht sicher. Oft ist es so, aber es kann so ein... Der hatte so eine leicht orange Farbe, der Kibbeling. Ne? Ich glaube, das ist die Marinade, die sie noch dran machen. Ah, ja. Ja? Du merkst auch direkt, MSG ist da. Ja. Ja? Ansonsten halt Kibbeling, ne, muss man einfach sagen, mehr Oberfläche, mehr Panade. Oh. Deshalb würde ich immer mich für Kibbeling entscheiden. Ich auch. Bernd, auf uns. Zack, mal. Hier durch den Teig gezogen,
frisch, frittiert, raus, essen. Das steht jetzt 10 Minuten. Stell dir mal vor, du kriegst den frisch aus der Fritte, sodass du noch ein bisschen im Mund verbrennst. Ja. Mein Zwischenfazit ist schon jetzt, ich kann nicht sagen, ob meine Lieblingsfrittenbude in Belgien oder das hier besser ist. Ich würde vielleicht den Fritten, würde ich den Belgiern geben, weil die stehen da für sich selbst. Ja, die frittieren das ja auch so Rindertalg und so. Genau. Das ist schon geil, Alter. Und hier hast du halt aber in Kanada, würde man sagen, eine Poutine. Ne? Also quasi, die Pommes sind beladen mit Gulasch, mit Zwiebeln, mit Mayo, mit Currysoße. So, die können ja gar nicht mehr so knusprig sein. Da ist ja Feuchtigkeit drauf. Komplett so ist es, wie du sagst. Gulasch-Krokette. Boah. Jetzt kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert gleich. Die ist auch noch schön heiß. Alter, ist schwedisch, das ist krass. Oh yeah, Baby. Du bist wieder das Große. Ich würde gerne mal so den Entstehungsprozess von diesen Dingern hier sehen. Ja, irgendjemand hat Gulasch verkochen lassen und gesagt, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ne? Schnell. Wenn es kalt ist, kannst du es panieren. Panieren. Ja. Wie immer, wenn man was verstecken will. Schmeckt ganz anders. Sehr weich, cremig. Ah, das ist wie diese Kalbfleisch-Krotketten, die es ja auch gibt. Kennst du? Die muss man so. Die Bitterballen auch. Bitterballen. Ja, die sind auch so. Ja. Die Konsistenz ist, sag ich mal, für Deutschland immer so ein bisschen weird, weil wir gerne ein bisschen eine Struktur haben. Aber hier ist es sehr gewollt. Guck mal, ich habe auch schon mal. Oha! Das, also. Oha! Damit gleichen wir aber aus. Holle, wo bist du? Präsentation, ne? Minus 5. Gibt's ja auch andere, die das nicht so gut können, die Präsentation. Mach dich mal gedanklich vom Burger frei. Sondern von frittierter Frikadelle im Frikantel-Spezial-Style. Ja. Oder eigentlich so ein bisschen Frikantel-Spezial im Brötchen. Auch besser als erwartet. Brötchen ist gar nicht so schlimm, wie es aussah. Das Brötchen ist wirklich nicht verkehrt, wie so ein Bäckchen vom Bäcker. Obwohl das so wirklich, ich habe ja gesagt, aussieht, als wäre da kein Leben drin, ist das erstaunlich weich. Also Nummer 1 Kibbeling, Nummer 2 Gulaschpommes, Nummer 3 Kipcorn. Klare Ansage von mir. Ja. Bernd, ich danke dir, du hast mich mal wieder in eine neue kulinarische Welt befördert. Es ist wirklich schön, mit dir unterwegs zu sein. Nicht, womit ich berühmt werden wollte, aber... Ja, es war geil. Geht hierher in den Grenzkiosk, haut euch das rein. Die Jungs sind gut drauf und wenn ihr Bock auf so einen Scheiß habt, seid ihr absolut richtig. Und es ist nicht weit weg. Ja? Von Köln wie lange? Stündchen. Komm an. Nimmst du mit? Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.